Dann kommen wir zu Top 23 der Tagesordnung, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zu dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Da habe ich von den Geschäftsführern entsprechend vernommen, und wir haben verabredet, dass dieser Top ohne Aussprache erfolgen soll. Und dann darf ich entsprechend jetzt zur Berichterstattung Herrn Frömmrich das Wort geben. Ich gebe Ihnen auch entsprechend den Zettel. Sehr freundlich, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Der Gesetzentwurf, Beschlussempfehlung, der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, dann bitte ich jetzt um entsprechend Handzeichen, wer der Beschlussempfehlung, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen, seine Zustimmung erteilt. Den bitte ich jetzt bitte um sein Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann ist mit großer Mehrheit des Hauses entsprechend dieser Gesetzentwurf angenommen worden, meine Damen und Herren.